Willkommen zurück bei The Walking Dead in Frontier. Beim letzten Mal ist die Situation mit David eskaliert. Wir haben uns aber entschlossen, Richmond zu helfen und Kate. Und jetzt sind wir David und Gabe hinterher. Und so wie es aussieht, für David ist es schon zu spät. Und jetzt schauen wir mal, wie es Gabe geht. Oh, please, no. No. I tried to stop him, Javi. That's when we crashed. God damn. Ja, ich hab's mir gedacht. David! Fought for me, Javi. Until they... But I couldn't. There were so many. I fucked up. After everything you taught me. Oh, it really hurts. Really bad. You didn't fuck anything up, buddy. You fought as hard as you could. I'm proud of you. I tried. I really did. I know. No, Gabe! No! Do me a favor, go on. Gabe, no! Take my cards. What? My playing cards. Grab them. TJJ Euchre. Okay? Okay. Bye, Gabe. Bye, Clem. Hey, wait. Yeah? Can I have one more hug? Thank you. You dork. Give me your gun, Javi. I don't want it turn into a muerto. Gabe, I don't know if I can let you do that to yourself. And I can't make you guys do it for me. Just give me the gun. Ah, ich habe befürchtet, dass es dazu kommt. Javi. Ja. You have to hurry. Aber natürlich, ich erfülle dir deinen letzten Wunsch. Okay, Gabe. Here you go. Das war ne. Auf Wiedersehen, Gabe. Du magst uns zwar oft eine Last gewesen sein, aber es war schön, dich gekannt zu haben. Be my father, Javi. But you are a great dad. Please, walk away. I don't want you to see this. Okay. Bye, Javi. Bye, buddy. I love you. I love you, too. I'll say hi to Mariana for you. Unschön. Aber es war klar, dass es dazu kommt. Wer weiß, ob wir hätten Gabe retten können, wenn wir ihm nachgefahren wären. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich kann nicht wirklich traurig sein, weil er uns so oft in so viel Scheiße geritten hat. Klar, es ist schon ein bisschen traurig, aber 3 Tage später. Aber ich kann es verkraften, sag mal so. Na dann hängen wir das neue Foto dazu. Auf Wiedersehen, Gabe. May you rest in peace. Möge dir in Frieden ruhen. Oh. I'm glad you helped me, Javi. But I can't stop wondering how things might be different if you hadn't. Maybe Gabe wouldn't be with Mariana right now. They deserved better, Javi. Better than us. Gabe, Mariana.
They were my responsibility. They're dead because of me. We're all to blame, not just you. Ja, leider ist es dafür jetzt leider zu spät, um das noch zu ändern. Es tut mir leid, Kate, aber so ist es leider gelaufen. Usually the quiet scares me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Still though, I feel more calm here than I ever did in an old van on streets with no streetlights. Ja, we earned this, Javi. We earned feeling calm in the quiet. Ja, auf den Straßen war man auch leider nie sicher, Kate. Let's start a family. You and me. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. What do you say? I think it'd be good for us. Ja, mach mal. Das klingt nach einem guten Plan. You're on. Let's start a family. Oh. You don't think it's selfish? It's not the safest world outside of Richmond. Or inside it, truth be told. So long as I got you, I'm not too worried about it. Mögen die beiden wenigstens glücklich werden, trotz der ganzen Scheiße. Das gönne ich ihnen. We'll be up there before we know it. So wie ich Walking Dead kenne, wird es aber wahrscheinlich nichts. Aber hoffen wir es einfach mal, dass es was wird. Ich weiß dann nicht, was passiert wäre, wenn man Kate alleine gelassen hätte, ob sie dann gestorben wäre oder so. Hätte ich mir nicht gut vorstellen können. Und es mag zwar hart klingen, ich habe lieber eine Kate überlebt als ein David und auch ein Gabe. Klar, am liebsten hätte ich alle gerettet, aber ihr versteht schon sicherlich, was ich meine. Head now? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. We lost a lot. We may have helped fix things, but there was a cost to it all. There usually is, unfortunately. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days and especially bad. Das stimmt allerdings. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. Wir dürfen nicht deine Joan 2.0 werden. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. An sich wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Eigentlich klingt es nach einem guten Plan. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Auf Wiedersehen, Jesus. Wenn er geht jetzt. Aber wir werden das Beste aus dieser Stadt machen. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ, Javi. Oh yeah. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Und zwar alles. Ich würde alles für dich tun. I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Kann ich absolut nachvollziehen. Würde ich an deiner Stelle auch tun. Do you think he remembers me? At least a little? Maybe? Auf jeden Fall. Er hat deinen Namen geschrieben. Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it.
Wenn dich Jana nicht vergisst, dann ist es AJ. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. I really wish I could. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Ach was, du wirst schon wieder mit ihm treffen. Told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Naja, sagen wir schon, ja. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? You get back out there and find something better. Eben. There may not be something better out there. Ach komm, irgendwo wird's immer was Besseres geben. Du hast so viel Scheiße durchgemacht, Clem, aber es gibt auch bessere Zeiten auch für dich. All done. Well, how's it look? Na gut, nicht schlecht. Nicht schlecht. You know what? I'll grab your hat. Oh. Remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Na selbstverständlich, bring ihn zurück, er gehört zu dir. You bet. He belongs with you, Clementine. Eben, ihr seid das Dream Team. Du bist, wenn einer für ihn die Mutter sein kann, bring dann du. Back. Ich möchte, dass du mit AJ glücklich wirst. Das hast du dir nach dieser ganzen Scheiße verdient. Und das bist du vor allem auch Alvin vor allem auch schuldig. Er hat sein Leben dafür großteils auch gegeben. Das war's doch noch nicht, oder? Irgendwie fehlt am Schluss noch was. Am Ende kommt doch immer irgendwie ein großer Knall. Irgendwas muss da noch kommen. Dafür sind wir auch, glaube ich, noch viel zu kurz drin, oder? Das geht nicht so fröhlich aus. Nie im... Doch? What? Ernsthaft? Aber ich würde sagen... Season 4 confirmed. Wir haben AJ nie gesehen. Season 4 wird's geben. Wir werden wahrscheinlich eine eigene Season haben, wie Clem versucht, AJ zurückzuholen. Und das war The Walking Dead, A New Frontier. Und ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir was am Schluss. In den anderen Seasons, abgesehen von Michonne doch, gab's immer ein 1 und 2, gab's immer irgendwann am Schluss einen ziemlich großen Knall. Ein großes Aufeinandertreffen. Irgendeines, das am Ende collapsed ist. Irgendwie hat das gefehlt. Gut, man kann sagen, das Ganze war natürlich jetzt auch mit David und mit David und mit Gabe, aber ich weiß nicht. Das war mir irgendwie zu kurz. Vielleicht lag es auch daran, weil ich irgendwie zu diesen beiden Charakteren nicht so wirklich Gefühle aufbauen konnte, weil sie uns meistens wie Scheiße behandelt haben oder unüberlegt gedacht haben. Deswegen, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir am Schluss was. Mir kommt's irgendwie voll kurz vor. Als wäre wir doch irgendwie noch nicht wirklich vorbei. Mir kommt's vor, als hätte ich gefühlt erst vor 10 Minuten angefangen oder so. Ich weiß, es war ja über eine halbe Stunde, locker. Aber, wahrscheinlich auch über eine Stunde, aber mir kommt's so vor, als wäre irgendwie
als wäre in dieser Episode nichts wirklich mit Knall passiert. Also klar, natürlich diese Konfrontation am Ende mit David und die ganze Sache jetzt mit dem toten David und dem quasi schon toten Gabe ist natürlich schon krass, aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es ein bisschen enttäuschend im Gegensatz zu den anderen beiden Seasons. Wenn man mal von Michonne absieht, weil Michonne war ja eine eigene Story, auch nur eine Short Story mit drei Episoden. Aber ich meine halt, wenn es so um die große Walking Dead Telltale Series geht, die auch mit Clem mit drin ist. Man könnte sie auch die Clem-Saga nennen. War das für mich die enttäuschendste? Ich weiß nicht, irgendwie am Ende hat mir irgendwas gefehlt. Also, ihr werdet sicher verstehen, was ich meine. Irgendwas fehlt. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwas. Es fehlt der große Knall irgendwie. Es ist ein bisschen enttäuschend. Also, es war nicht schlecht, aber irgendwie fehlt mir was. Es ist komisch, aber es ist so. Oh Mann. Aber. Ich weiß nicht. Ihr versteht sicher, was ich meine. Und natürlich noch eine andere Sache, die ich ansprechen will. Ist die Telltale-Formula. Also, wie ein Telltale-Spiel aufgebaut ist. Dieses klassische, wir haben ein entscheidungsträchtiges Spiel, aber deine Entscheidungen haben jetzt nicht den mega Auswirkungen, dass sie die Geschichte komplett verändern und es komplett anders ausgehen kann. Das gibt's nicht so groß, klar. Ich habe gehört, ohne zu viel zu spoilern, dass es auch multiple Enden hier in diesem Spiel gibt. Ich werde nicht sagen, was, aber ich weiß es selber nicht. Ich habe es nur gehört, dass es wohl ein paar mehr Enden in dieser Episode geben soll. Wahrscheinlich gibt es auch ein anderes Ende, wenn du mit wenn du Gabe und Dings hinterher gefahren bist. Wenn du Gabe und David hinterher gefahren bist, hat es bestimmt auch noch ein anderes Ende gegeben und so. Also ich weiß, dass es multiple Enden gibt, aber keine Ahnung welche. Sorry, also ich weiß es nicht. Aber ich weiß, aber auf jeden Fall, abgesehen halt von den Enden natürlich, ist halt bei der Telltale-Formula folgendes. Du hast deine Entscheidungen, die du auch treffen kannst, die verändern zwar ein bisschen den Verlauf der Geschichte, aber es ist nicht so wie zum Beispiel in Until Dawn oder so, wenn das wirklich jetzt krasse Konsequenzen hat, wenn irgendwas passiert. Der Verlauf der Geschichte, also der Storystrang, bleibt derselbe. Mit halt ein paar Veränderungen. Dass vielleicht der eine oder andere Charakter gleich ist oder so. Aber du weißt, wenn ein Charakter, es war halt schon immer so, wenn ein Charakter irgendwann vom Sterben abnimmt. Nehmen wir zum Beispiel, wie hieß es, Sarah aus der zweiten Staffel? Vom Doktor aus der zweiten Staffel, die Tochter von ihm. Du wusstest, du konntest sie dann in diesem Trailerpark, konntest du ja sie retten. Aber trotzdem ist sie später gestorben, egal was du gemacht hast. Selbst wenn du eben eine Rettung geschickt hast, da unten, wo sie dann gestuckt war. Die konntest du trotzdem nicht befreit werden. Also, das meine ich. Es hat keine weitreichenden Konsequenzen. Wenn einer stirbt, dann stirbt er irgendwann. Und das meine ich. Vielleicht sollte Telltale irgendwann mal überlegen. Also, ich mag ihre Spiele immer noch sehr gerne. Die Storys, die sie erzählen, sind immer noch grandios. Versteht nicht mich falsch. Aber ich meine, vielleicht sollten sie irgendwann mal sich ein bisschen sowas wie, bei so Spiele wie Until Dawn und so abgucken und vielleicht mal ein bisschen weitlaufender ihre Entscheidungen stricken, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt muss ich mal kurz was machen. Gleich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber ihr versteht sicher, was ich meine. Vielleicht mal wirklich weitläufende Entscheidungen haben, dass du, wenn es auch nur eine Season ist, wenn man sagt, man macht mal 6 Seasons und verläuft da sein Strang, macht die erste so, dass die Entscheidungen vom letzten Mal zumindest irgendwas mattern. Oder vielleicht mal wirklich 2 oder 3 Storystränge schreiben, die sich wirklich komplett verändern. Dass du nicht den einen wahren Storystrang hast, sondern einfach mal deine Entscheidungen sich wirklich weitlaufend auf die Geschichte auswirken.
Also es ist wirklich, du, dein kompletter Story-Strang, wie es ausgeht, sich am Ende auch groß auswirkt über die ganze Geschichte und nicht nur ein bisschen das Ende. Also das ist das, was ich meine. Das wollte ich nur noch sagen. Und jetzt, also ihr werdet schon viel verstehen, was ich meine. Es, ich finde die Geschichten immer super und alles, ich weiß, ich wiederhole mich, aber Telltale, bitte überlegt vielleicht, ob ihr eure Geschichten noch ein bisschen weitläufiger stricken wollt. Ich fände es nicht schlimm, wenn nicht, aber ich fände es gut, weil ein bisschen Abwechslung und so. Ihr habt das Potenzial, ich weiß, ihr könnt das machen. Und wenn es jemand gibt, der das kann, dann ihr. Aber gut, soviel zu meiner Ansprache. Erstmal zu den Entscheidungen. Du bist mit David an der Kante gestanden, haben ich und 93% der Spieler gemacht. Was hast du zu David über Kate gesagt? Ich und 53,6% der Spieler gestanden eure Liebe zu Kate. Haben die meisten. Die meisten haben gesagt, es wäre nur eine Affäre. Haben gesagt, es wäre nur eine Affäre. Die anderen leugneten das, die Affäre mit Kate, aber gaben sie aber nicht David. Oder sagten nichts. Gut, dass die meisten zu der Liebe gestanden haben, ist klar. Weil, warum nicht? Die beiden sollen glücklich sein. Du hast mit David gekämpft, haben ich und 61% der Spieler nicht gemacht und wehrten sich nicht, als der Wut an uns ausließ. Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? Ich und 59,8% der Spieler bleiben bei Kate. Verstehe ich auch irgendwie, weil die Charaktere als immer so wie Airship stellenweise benommen haben. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 48,3% der Spieler waren bei Clementine, als sie ihre Hilfe braucht. Als sie Hilfe braucht, so. Genau. Und das sind die Gesamtentscheidungen. Und ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Jawoll, Badass Clem on a go, Junge! I'm gonna find you, AJ. Clementines Geschichte wird weitergehen. Okay, und damit müsste eigentlich jetzt spätestens Season 4 confirmed sein. Wir werden eine Season kriegen, wie Clementine AJ sucht. Und ich bin irgendwie froh, ich will, dass es nicht vorbeigeht, die Geschichte mit Clem und AJ. Aber wie bereits gesagt, ich habe eigentlich fast alles zu dem Spiel schon gesagt. Mir gefällt das Spiel sehr gerne und ich muss nochmal kurz... Aber wie bereits gesagt, mir gefällt das Spiel gut, aber ich sag halt, irgendwie... Ich hätte es auch irgendwie ein bisschen besser gefunden, wenn der Fokus noch ein bisschen mehr über Clem gegangen wäre. Also versteht mich nicht falsch, ich mag die Geschichte von Harvey, Kate und Co. Ich mag Harvey und Kate und so auch sehr gerne. Ich konnte sogar stellenweise, ich weiß, ich mag ihn nicht wirklich, aber auch Gabe hatte ein paar gute Seiten. Aber ich mochte die Geschichte von Harvey, klar, aber, ihr weiß nicht, irgendwie, ich hätte schon wieder gerne eine Clementine-Geschichte beim nächsten Mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber auf jeden Fall... Ja, ich habe dazu alles schon gesagt, zu der Telltale-Formular und so. Ein bisschen mehr Freiheit würde ich mir gern wünschen fürs nächste Mal. Und sonst mag ich... Ich mochte die Geschichte sehr, sehr. Der Knall in der vorletzten in Episode 4 war ja... mindblown. Aber wie schon gesagt, irgendwie jetzt in der letzten Episode 5 hat mir irgendwie der große Knall so gefehlt. Der große Knall in der ersten Staffel, wie man ja... Die Entscheidung hatte, Lee abzuknallen, dieser emotionale Ausbruch. In Episode 2 dann, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Ob man dann halt dementsprechend, warum? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. So, was wir gerade gucken, ich wollte die Videos noch einglotzen.
Ah, nichts Besonderes, okay. Auf jeden Fall, ob man halt Kenny erschießt oder nicht. So, jetzt habe ich meinen Faden wieder. Ob man dann mit dementsprechend, für den man sich dann entschieden hat, mitgeht oder nicht. Das war ein ziemlich großer Knall. Aber hier, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir gefehlt. So am Schluss irgendwie die große Konfrontation. Auch zum Beispiel, man hat sie ja entschieden, wie hießen sie nochmal? Joan und wie hieß der andere? Weiß nicht, wie hieß der andere nochmal? Joan und... Wie hieß denn der nochmal? Jetzt ist der Name entfallen. Fuck's sake. Ja, auf jeden Fall, derjenige, wovon die beiden leben, Joan und der andere, sorry, dass mir gerade der Name entfallen ist, ist ja schon wieder ein Monat her für mich. Aber auf jeden Fall, dass da nichts gekommen ist. David hat ihn ja verfolgt und so alles. Aber es kam irgendwie nichts. Dass da wenigstens irgendwie zwischen derjenige, der aus dieser Entscheidung, ob man Jones schießt oder erschießt oder nicht, dass da irgendwie keine Konfrontation oder sowas war. Irgendwie enttäuschend, ich weiß nicht. Dass sie wenigstens das gebracht hätten, am Ende diese große Showdown mit demjenigen dann, der von den beiden überlebt. Dass man da dann wenigstens versucht, den zu stoppen oder so. Ich weiß nicht, das wäre cool gewesen oder so, aber... Ich weiß nicht, irgendwie jetzt so dieser... Dass David durchdreht, war klar. Das war abzusehen, aber ich weiß nicht. Es war auch ein bisschen emotional oder so, aber mir haben ein bisschen die Emotionen am Ende gefehlt, weil ich halt... Weil Gabe und David halt immer mehr ein bisschen mehr in die Scheiße geritten haben, als sie einem geholfen haben. Und man irgendwie nie so diese emotionale Verbindung aufbauen konnte, wie man es mit einem Kenny konnte, wie man es mit einem Lee konnte. Weiß nicht, irgendwie, es hat mir gefehlt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Genauso wie das mit Kenny oder alle Entscheidungen, die man aus diesen zwei getroffen wurde, wie zum Beispiel jetzt bei uns mit Kenny, dass das nur in so Cutscenes getriggert worden war. Finde ich auch ein bisschen enttäuscht, dass da nicht ein bisschen mehr gekommen ist. Ja, irgendwie eine Season vorher oder so. Dass es nur in so einzelnen Cutscenes war, finde ich auch ein bisschen schade. Also, ich finde die Episode gut. Aber mir fehlt irgendwas ein bisschen. Mir hat ein bisschen was gefehlt. Der große Knall am Ende und ein bisschen mehr aus Season 2 mit drin. Außer ein paar Cutscenes. Also, ihr versteht sicher meinen Punkt. Es ist eine gute Episode, es ist eine gute Season gewesen, aber... schwächelt halt im Gegensatz zu den anderen beiden, weil die anderen beiden halt so mega stark waren. Die erste war brillant, in meinen Augen immer noch die beste Season. Die zweite war nur ganz knapp dahinter, auch richtig, richtig gut. Und hier, die war gut, aber sie kam an die anderen beiden nicht ran. Also, ein bisschen enttäuscht leider von der letzten Episode, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. Und das war alles, was ich zu sagen hatte, bevor ich hier noch über eine halbe Stunde laber. Würde ich sagen, das war mein Wort zu Walking Dead und Frontier. Und es ist ja wenigstens jetzt confirmed. Es ist confirmed mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir Season 4 kriegen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei The Walking Dead Season 4, wie auch immer sie dann heißt, wieder. Oder bei irgendeinem anderen Projekt. Oder guckt bei einem Projekt von den anderen rein. San Andreas, Grindia, Risen oder sonst was. Oder was sonst noch kommt, wenn dieser Part erscheint. Oder ihr das hier guckt gerade, was auch aktuell läuft. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder. Bis dann. Ciao.